Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, zu Horizon Zero Dawn. Ich hatte ja davon ein Live-Let's Play mal gemacht gehabt und jetzt habe ich mich dazu entschieden, mal ein Let's Play zu machen. Aber ich sag gleich im Voraus, ich weiß nicht, ob ich es gut durchspielen werde. Ich werde es auf jeden Fall spielen, solange ich halt Lust drauf habe und ob es halt durchgespielt wird, weiß ich nicht. Das wird sich am Ende zeigen. Wenn ihr halt Geräusche wie zum Beispiel ein Summen hört, das ist meine PlayStation. Das Mikrofon nimmt leider auch die Geräusche auf und halt wahrscheinlich die Knopfgeräusche. Tut mir leid, aber ist halt leider so. So, dann spielen wir mal weiter. Hatten ja den Live-Let's Play, hatten wir ja schon mal ein bisschen was gemacht gehabt. Sind ja schon ein bisschen weitergekommen und jetzt machen wir einfach mal weiter. Hoffentlich komme ich mit der Steuerung noch klar. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jetzt habe ich beinahe mein Mikrofon, mein Kopfhörer rausgerissen. Das tat gerade in den Ohren weh. Na komm, lad mal schneller. Ziele auf Bauteile an Maschinen, um Schaden zu maximieren. Diese Teile sind anfällig für Schaden. Ja, das dachte ich mir schon. Ich hoffe, das Mikrofon ist so in Ordnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das werden wir am Ende sehen. Habe ich überhaupt Ton? Ja, ich habe Ton. Ich soll jetzt mit Cast reden wegen den Stolperfallen und danach gehen wir die anderen Quests, die wir hier noch bekommen hatten, alle so nach und nach ab. Kleinen Moment. So. Ich muss hier aufstoßen, das wollte ich jetzt nicht so. Ach, das ist ein Gaul da, ist egal. Irgendwie habe ich die ganzen Geräusche hier alle so drauf. Ich will mal ganz kurz was gucken. Sind aber alle auf 100%. Okay. Jetzt höre ich auch Musik. Aber ich höre sie halt nicht. Ich höre kein Geräusch von ihr. Einzige, was ich höre, dass langsam die Kopfhörer gehen, kaputt gehen. Weil sie pfeifen. Das war das. So. Kann ich denn überhaupt dahin? Zu dem da? Da sind noch. Gehen wir einfach mal hin. Weil da sind noch andere Leute, deswegen frage ich mich jetzt gerade, ob ich das überhaupt kann. Gut, dass ich ausgestoßen wurde. Sonst müsste ich mit diesen Idioten auch noch reden. Tja. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Cass zu kaufen. Ja. Haben wir Schnellspeicherung? Komm hoch mit dir, Mädchen. Ich nehme gern andere Wege. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Erstmal sammeln. Wie war das nochmal mit den. Nein? 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 Ah! Okay, kann ich nichts herstellen und da habe ich schon alles. Da ist er.
Er wirkt nervös. Okay. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Okay. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Okay. Falls ihr gerade gut gehört habt, nicht wundern, das war mein Kleiner. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Ich habe gar keine Plündererlinse. Da. Oder? Wächter und Läufer. Ich habe Wächter und Läufer, wenn sie keine Blinderen sind. Hä? Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja. Ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gaben mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist er lebenslänglich. Können wir eigentlich da auch... Da haben wir... Okay, wir haben nur 24. Ich müsste also noch mal was verkaufen.
Kaninchenhaut. Selten. Dieses seltene Tiermaterial stammt aus. Da traue ich mich nicht so dran, dich zu verkaufen. Aber das Problem ist. Das bekomme ich eh mal wieder. Aber ich brauche Kohle. Das ist mein Problem. Ich glaube, ich muss es doch verkaufen. So. Ich will nämlich... ich weiß nicht, ob der besser als meiner ist. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Scharfschussbogen. Kann ich da irgendwie... Das ist meiner. Da habe ich Handhabung 80. Munition. Okay. Da ist die Handhabung aber schlechter, oder? Also, noch etwas? Nö. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Wir haben hier noch andere Quests, die wir machen wollen. Ah, Hilfe, ich hänge wieder am Kabel fest. Oh, zu viel Kabelei hier, eindeutig. Wir haben ja noch andere Quests. Wo sind denn die alle hin? Ich wollte doch eigentlich... das da will ich machen. So. Wird das jetzt angezeigt oder nicht? Nope. Ah, da. Da hinten. Okay. Da muss ich lang. Nein, mir war das Tutorial jetzt nicht. Ich habe auch nicht nachgelesen, wie es funktioniert. Aber wenn es bestimmt mal hier und da mal ein paar Tierchen jagen. Ah, jetzt gibt es wieder Geräusche von sich. Das hat so vorhin nicht gemacht, die Geräusche. Schon merkwürdig, ne? Also die Tiere meine ich nicht, aber die Tiere zum Beispiel. Weil davon kriegen wir auch Kohle. Schade, dass wir da irgendwie das, die Pfeile nicht zurückkriegen, die wir den Arsch geschossen haben. Oh, da ist ein Ding, sie. Wo ist denn hier das rote Glas? Ja. Okay. Naja, da ist ja noch einer. So. Komm. Hä? Was soll denn das? Hat denn der jetzt so scheiß gezielt? Oder die, ihr gesagt? Voll der Scheiß gerade. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade gemacht hat, dass ich da als da oben gegangen bin. Du darfst keine Verstärkung rufen. So. Ja, das machen wir. Feierabend.
Was ist das denn? Seltenes Teil. Okay. Das sind Hasis da vorne. Aber Hasis brauche ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Okay. Hat auch gar nicht wehgetan. Schnieb. Wir müssen einmal später noch mehr von diesen pferdenartigen Viechern platt machen, weil wir werden... Oh. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Wir werden definitiv noch was brauchen. Für die Brandpfeile. Nochmal. Wusste der, dass ich den markiert habe jetzt, oder was? Geht doch. Yay. Wie gesagt, wir werden für die Brandpfeile noch ein paar Sachen brauchen und die müssen wir halt bei diesen... Ja, ich nenne sie halt pferdeartige Viecher. Ich weiß ja nicht, was genau das ist. Ich nenne sie einfach so. Genau das sind, kann ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen. Ich habe vergessen, ich glaube Läufer heißen die, ne? Ja, Läufer waren es, glaube ich, gewesen. Die kriegen wir so selten, diese Scheißviecher. Also nicht Läufer jetzt, sondern jetzt hier die, meinte ich jetzt, die hier. Keine Ahnung. Lecker. Drutan, genau, Drutan. So. Wer hat uns nicht kommen sehen? Gut. Dann versuchen wir jetzt mal weiter. Lagerfeuer entdeckt. Okay, wo immer ich Lagerfeuer entdeckt habe, ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Ach, da oben, okay. Dann speichere ich auch gerade hier mal. Und diesmal mache ich das manuell speichern. Ja, wie gesagt, ich hätte schon mal gespielt gehabt bis Stufe 10. Deswegen ein paar Sachen kenne ich noch. Aber ich konnte einfach nicht alles merken, das war einfach nicht so, ja. Hier war schon wieder 18 Minuten auf, das heißt, gleich mache ich mal eine kleine Folgenpause. Aber erst so mit 20 Minuten, würde ich sagen. Ich hoffe nur, ich überstreite die 20 Minuten nicht, weil wäre doof, ne? Ach, dann Rutan. Oder wie ich es noch kenne, als Gubbel-Gubbel. Ein Gubbel-Gubbel. Ich glaube, hier ist kein Läufer mehr. Die hatte ich, glaube ich, alle erledigt. Bin ich überhaupt auf der richtigen... Ja, ich bin auf der richtigen Spur noch. Ich habe da einfach, glaube ich, nicht mehr die Zielsichtungsteil. Muss ich das eigentlich noch machen, wenn ich das schon einmal durchgemacht hatte? Bei einem anderen Teil diese Zielsichtung? Glaube anscheinend nicht. Schockwurzel. Okay. Julie! Ja komm, lass doch. Ich drücke immer den falschen Knopf. Ich drücke immer Kreis, um loszulassen. Ich weiß nicht warum. Aber das mache ich jedes Mal. So, hier müsste ich normalerweise noch eine Wildsau auf jeden Fall befinden. Der tue ich jetzt aber mal nichts, der Wildsau. Ja, doch. Nein, ich tue nichts. Ich hab da... Ja, wo ist es doch? Okay.
wir dahin? Gehst du dahin? Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Hat der andere mich gesehen? Er weiß nicht genau, wo ich bin, oder? Haha. Dumm gelaufen. Gut. Dann haben wir das erstmal erledigt hier. Okay. Ah, wir haben sogar schon 21 Minuten jetzt. Dann bleibe ich gerade mal hier stehen und sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, man sieht sich, man liest sich und hört sich. Ciao!